Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Star Stable Remake mit Ximena Evening Rider. Ja, wir waren ja gestern auf Server 5 bei Elisabeth stehen geblieben. Ich erwähne das immer mal wieder ganz gerne, dass ich jetzt auf Server 5 bin und da auch bleiben werde. Also von daher, ja, nicht wundern. So, Elisabeth, da waren wir, wie gesagt, gestern stehen geblieben. Da machen wir heute weiter. Schauen wir mal, was sie jetzt von uns möchte. Jetzt, wo du alle Steine hast, ist es an der Zeit, das Rätsel mit den Runensteinen zu lösen. Es ist ein Puzzle. Ich werde dir nicht verraten, wie es geht. Siehe es als eine Prüfung. Ich erkläre dir lieber die Bedeutung der Runen. Dann kannst du selber lesen. So, jetzt kannst du lesen, was auf den Runensteinen steht. Reite nun los und viel Glück. Reite zurück zu den Druidensteinen und löse das Puzzle mit den Steinen. Okay, ich bin gespannt. Ach du je, was ist denn hier jetzt alles in meinen Rucksack geflogen? Ach, die Steine. Ah, okay. Kein Plan, aber gut, wir werden es sehen. Wir hatten ja hier jetzt den Vulkanstein. Warte, Vulkan? Ich glaube, ich weiß. Vulkan ist ja irgendwie Sonne, oder? Ja. Mal gucken hier. Beziehungsweise sind die Steine hier gar nicht gemeint. Ich bin verwirrt. Warum geht hier nichts? Hier oben die Steine sind doch wohl nicht gemeint, oder? Nein. Und jetzt? Elisabeth? Du verwirrst mich. Moosstein? Erdstein? Können wir die irgendwie hinlegen oder können wir irgendwas mit denen machen? Nein, irgendwie nicht. Moment, oder sind die Steine gemeint, die hier hinten sind? Das ist gemein jetzt. Also hier, die scheinen ja nicht gemeint zu sein, weil hier leuchtet nichts, hier glänzt nichts, hier kann ich nichts machen. Die letzten Rundensteine, an die ich mich erinnern kann, die waren ja hier auf den Everwind-Feldern da Richtung Steve's Farm. Ich glaube, wir reiten einfach mal dahin. Vielleicht geht's da weiter. Ich habe jetzt ehrlich keine Ahnung. Das ist jetzt ja auch noch eine Weile her oder schon eine Weile her, dass wir diese Quest hier mal angefangen haben. Und ich glaube, das hing mit den Steinen zusammen, die Richtung Silverglade stehen. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Wir reiten einfach mal dahin. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen mies. Das ist echt schon eine Weile her und das war hier irgendwo. Ja, und dass da jetzt nichts leuchtet. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir da weiter, wenn die Steine bei Elisabeth es nicht sind. Was ja nun definitiv nicht der Fall ist, denn da leuchtet und glänzt und glitzert nichts. Mann, Mann, schon am frühen Morgen hier so schwere Aufgaben, aber gut. Ja, dazwischen waren die Weihnachtsaufgaben und ich habe andere Aufgaben gemacht, weil das war eine Aufnahme hier mit diesen Rundensteinen, die mir leider kaputt gegangen war und die ich euch ja nicht zeigen konnte. Von daher hatte ich das so ein bisschen jetzt vor mir hergeschoben, da weiterzumachen. Und bin mir da gar nicht mehr so ganz sicher, was es da war oder welche Steine. Aber ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es die Steine sind, die hier hinten auf den Feldern stehen. Mal sehen, werden wir gleich wissen. Das ist, wenn man da Richtung Fort Pinter reitet von Steve aus. Da über die Wiesen, da kommen diese Steine. Mal gucken. Mal sehen. So, das heißt, wir müssen hier runter. So. Können wir jetzt hier einfach fallen lassen? Ja, klappt. Das müsste jetzt hier hinten irgendwo liegen. Wir reiten einfach mal quer rüber. Mal sehen, ob ich da richtig liege. Ansonsten bin ich auch erstmal mega ratlos. Ich meine, das bin ich sowieso gerade schon so ein bisschen. Ja, Auto. Na, ich will hier doch nur vorbei eben. Ja, ja, du brauchst nicht hupen. Lass mich einfach durch. Mal gucken. So, die Mähmaschine wendet jetzt hier. Da können wir auch noch dran vorbei. Ja, der hupt uns auch an. Oh Mann, heute hupen sie uns alle an. Und zwar ist das hier hinten, dieses Feld mit den Steinen. Da.
Ah, guck an, da, wir sind richtig, Gott sei Dank. Du bist jetzt bei den Runensteinen. Mal gucken, was da steht. Ja, was steht hier? Platziere die Steine von innen nach außen, nach den Farben der Erde, vom Kern des Planeten und nach draußen. Wiss? Löse das Rätsel mit den Druidenstein. Von innen nach außen. Was ist jetzt hier? Okay, wenn wir es anklicken, wissen wir zumindest, welcher Stein dahin gehört. Platzieren. Von innen nach außen. Da ist noch einer. Wo ist denn der? Da fehlt mir ja noch einer. Ah, hier. Das ist jetzt der am nächsten dran ist. So. Da kommt der Erdstein hin. Dann müsste jetzt der Stein hier platziert werden. Das ist der Moosstein, ne? Was der Moosstein? Ich glaube. So, und zuletzt dann hier bleibt nur noch der blaue übrig. Ne? So. Okay. Das sieht gut aus. Mal gucken, was geht jetzt hier weiter? Oh, eine Kiste. Oh, spannend. Der Stein ist weg. Stimmt, hier war der Stein. Oh, da war der Stein. Da, wo der Stein war, ist jetzt eine Kiste. Darin befinden sich viele Silbermünzen, eine alte Statue und ein schicker Hut. Es ist Zeit, nach Fort Pinter zurückzukehren und James zu zeigen, was du gefunden hast. Ja, das war genau. Das war ja die Quest mit der Schatzsuche bei James. Gut, da können wir jetzt hier auch wieder so querfeldein. Was haben wir denn jetzt hier? Ach, da haben wir jetzt den Mississippi Jones Hut, eine alte Statue und massenhaft Silbermünzen. Oh wow. Ich denke ja mal fast, dass James sich jetzt erstmal über die Silbermünzen hermachen wird. Na? So kennen wir ihn. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht eine Münze abbekommen. Oder wohl eher nicht, oder? Bei James? Ich weiß nicht, James ist nicht so wirklich der Gönner, oder? Aber gut, wir düsen mal nach Fort Pinter. Das geht ja hier alles von den Entfernungen her. Und dann werden wir ja gleich wissen, was mit James ist. Und ob er uns irgendwie von dem Silbermünzenschatz was abgibt oder ob er sagt, nö, Pech, alles meins. Und ich müsste ja noch teilen, ne? Wir hatten ja auch noch die Kartenstücke bei anderen besorgt, also hier so beim Butler und so. Und naja, mal gucken. Hallo James. Ha, Ximena, du hast es geschafft. Lass mal sehen. Massenhaft schöne Silbermünzen, eine hässliche Statue und ein oller Hut. Auf dich kann man sich verlassen und du kannst dich auf mich verlassen. Du bekommst den Hut und die Statue. Und die Silbermünzen bekomme ich. Das ist mehr als gerecht. Du bekommst immerhin zwei Sachen und ich nur eine. Ich weiß, manchmal bin ich zu großzügig. Mach's gut. Wow. Okay. Ja. Teile des Schatzes. Bist du noch da? Du, ich habe sehr viel zu tun, aber vielleicht solltest du zum Ratsmann in Forgrove reiten, um den Schatz mit ihm und den anderen zu teilen. Hier nimm eine Silbermünze als Souvenir. Du musst mir nicht danken. Wir sehen uns. Reite zum Ratsmann in Forgrove und berichte ihn über den kläglichen Ausgang mit dem Schatz. Ja, da reiten wir allerdings nicht, da lassen wir uns jetzt abholen. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine Silbermünze, die Statue und den Hut. Na gut. Wir werden sehen, was der Ratsmann dazu sagt. Forgrove. Auf geht's. Ab nach Forgrove. Aber das war ja wieder typisch James. Genau das habe ich erwartet, dass er sich die Silbermünzen krallt und uns mit dem Staat, mit der Statue und dem Hut da abspeist. Und passt mal auf, die eine Silbermünze wird uns schon noch eine andere abnehmen. Na, wir werden sehen. So, in Forgrove angekommen, ab zum Ratsmann. Mal sehen, was er jetzt dazu sagt. Du hast also den Schatz gefunden. Fantastisch. Was sagst du? James hat alle Silbermünzen genommen. Darf ich mal die Münze sehen, die du da hast? Das ist eine Zinnmünze. Kaum einen halben Schilling wert. Ich nehme an, dass James nicht mal seine Unkosten damit reinbekommt. Aber du hast zumindest ein spannendes Abenteuer gehabt. Oder? Warte mal, diese Statue da. Kann ich die mal sehen? Wow. Weißt du, was du da gefunden hast? Eine echte Statue von dem uralten Pferdevolk Jorviks.
Das ist ein unbezahlbares Artefakt. Die gehört natürlich dem Volk Jorviks und muss ausgestellt werden, damit alle sie sehen können. Da das ein archäologischer Fund des Pferdevolkes ist, muss ich die Statue beschlagnahmen. Du bekommst natürlich einen Finderlohn. Ich sehe zu, dass der Butler und Frau Hulswitz auch eine Belohnung bekommen. Du hast dir nun Volke Jorviks einen großen Dienst erwiesen, Ximena. Danke. Und den schönen alten Hut darfst du behalten. Sehr schick. Oh, okay. Wir haben jetzt den alten Hut bekommen. Das ist der Mississippi Jones Hut. Ja, der ist ja auch wirklich ganz schön eigentlich. Finde ich jetzt mal, ne? Ja, doch, der hat was. Den finde ich ganz gut. Ja, ihr Lieben. Damit war die Sache der Schatzjagd tatsächlich beendet. Sollen wir jetzt mal, wir haben ja hier nämlich gestern ja auch noch in Forgrove angefangen mit der, also was heißt weitergemacht, mit der Hühnergeschichte. Da könnten wir doch jetzt einfach nochmal eben hinreiten und mal gucken. Da ging es ja darum, ob eventuell die Hühner jetzt schon tatsächlich Eier gelegt haben. Das wussten wir ja nicht. Und ja, da hatte Andi uns ja gesagt, wir sollten am nächsten Tag wiederkommen. Das können wir ja jetzt eigentlich mal eben erledigen. Jetzt sind wir sowieso in Forgrove, unerwarteterweise hat uns die ganze Suche und die Schatzjagd letzten Endes nach Forgrove geführt. Gut, das ist praktisch. Dann gucken wir mal, was jetzt mit den Hühnern ist und ob wir schon Eier haben. Ja, oder Andi und wie es dann weitergeht. Und mal gucken. So, unten angekommen. Hallo Andi. Na, hast du schon bei den Hühnern geguckt? Ich glaube, etwas stimmt nicht mit den Hühnern, Ximena. Sie haben Angst, das Haus zu verlassen. Gestern Abend schienen sie noch total zufrieden. Seit heute Morgen verlassen sie das Haus nicht mehr. Etwas muss in der Nacht passiert sein. Kannst du nach Hinweisen suchen? Ja, klar, das können wir machen. Dann machen wir das. Ja, was kann denn da passiert sein? Wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was, ja, erklären würde, warum die Hühner, was hängt da? Warte mal, aufsammeln. War das schon alles? Das war schon alles, ne? Nochmal zurück zu Andi. Irgendwas haben wir aufgesammelt. Was war denn das? Warte mal. So. Ein Bausch Wolfsfell. Oh, Wölfe. Ja, dann ist es natürlich wirklich kein Wunder. Dann ist klar, dass die Hühner sich da verstecken. Mal berichten. Oh nein, ein Fellbüschel. Könnte das von einem Wolf stammen? Ja, es ist von einem Wolf. Das ist ganz und gar nicht gut. Du hast Spuren gefunden. Wo führen sie hin? In den Wald? Wir können also sicher sein, dass der Wolf hier war. Ja, sieht so aus, ne? Das ist natürlich ein Grund, klar. Ich habe einen Plan, Ximena. Wir müssen den Wolf von den Hühnern weglocken. Das könnte klappen, wenn wir ein wenig Wolfsfutter in den Wald legen. Dann wird er satt sein und muss nicht mehr zum Stall kommen. Meine Oma hat ein Steak gebraten und ich glaube, sie könnte ein paar Knochen und andere Reste überhaben. Reite zu ihr und frag sie. Ja, dann mal los, wieder hoch nach Forgrove zu Frau Packard. Das ist ja die Oma von Andy. Und mal gucken, ob sie ein paar Knochen für uns hat, dass wir den Wolf, ja, füttern und ablenken von den Hühnern. Ne, ein hungriger Wolf und ein paar einsame Hühner im Wald. Oder da so am Waldesrand. Das ist natürlich keine gute Kombi, das ist klar. Irgendwie reite ich heute komisch hier. Aber gut, egal. Hauptsache ist ja, wir kommen irgendwann bei Frau Packard in Forgrove an. Und das sieht ganz gut aus. Ab hier noch, auch noch durchs Gebüsch. Wenn wir schon mal komisch reiten, dann auch richtig. So, und mal sehen, was Frau Packard zu berichten hat, ob sie so ein paar Knochen für uns hat, damit wir, ja, die Hühner vor dem Wolf beschützen können letzten Endes. Denn das ist ja echt blöd. Wenn da so ein Wolf rumschleicht und so ein bisschen Maschendraht, wird den ja auch nicht abhalten dauerhaft. Glaube ich zumindest. Ximena, meine liebe Freundin, was sagst du da? Diese verdammten Wölfe, sie machen immer nur Ärger. Sie müssen natürlich essen, aber doch nicht unsere lieben Tiere. Ja, das sehe ich ja auch so. Ich habe tatsächlich ein paar Knochen von dem Steak über, das ich gegessen habe. Du kannst sie in den Wald bringen. Ich hoffe, dass das die Wölfe davon abhält, unsere Hühner nochmal zu erschrecken. Wenn du die Knochen weit genug wegbringst, dann kommen sie vielleicht nicht zurück. Reite los und verteile die Essensreste weit weg vom Hühnerstall. Tja, also wieder ab in den Wald und mal sehen, ob wir da gut geeignete Stellen finden, um die Essensreste zu verteilen und die Wölfe abzulecken. Abzulecken? Abzulenken? Was? Damit die Wölfe was abzulecken haben. Ja, nee. Oder auch zu fressen. Egal, wie auch immer. Gut, haben wir hier, ja, wir haben hier die Stellen markiert.
Okay, das muss irgendwie relativ weit unten sein. Mal sehen. Also erstmal Richtung Andi ist klar. Und dann mal gucken, wie wir da weiter reiten sollten. Oder ob wir hier einfach quer so rüber. Wenn das immer so einfach wäre, das zu entscheiden. Mal gucken. So, hier geht's runter, genau. Ach, da hinten wahrscheinlich, dann in diesem Wald oder so. Mal in die Richtung auf jeden Fall. Weg von den Hühnern. Hier haben wir ja den Hühnerstall. Da auf keinen Fall. Da sollen die Wölfe ja weg von. So, und jetzt düsen wir hier mal quer rüber. An der Sandgrube vorbei, an der alten Fabrik vorbei, in den Wald hier rein. Das ist ja ein ganz geeigneter Platz. Da können die Wölfe ja dann rumhüpfen. Das ist ja irgendwie, denke ich, egal, ne? Das wäre ja auf jeden Fall weit genug weg von den Hühnern. So. Ah, guck, und da sind auch schon glitzernde Stellen, wo wir scheinbar hier die Knochen verteilen können. Dreimal Knochen haben wir. So. Ah, guck. Aha. Und da noch. Ja. Wir sollten da auch vielleicht mal kurz stehen bleiben und nicht nur vorbeirennen. So im Vorbeirennen die Knochen mal hinschmeißen oder so. Na. Und hier vorne war auch noch eine Stelle. Na. So. Ja. Du sollst das nicht essen, Wildborn. Knochen sind doch nichts für Pferde. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Knochen. So. Wenn du die Knochen weit genug wegnimmst, dann können sie vielleicht nicht zurück. Ja, ist klar, aber wo müssen wir denn jetzt dann hin? Jetzt haben wir ja hier die Essensreste verteilt. Müssen wir jetzt wieder zu Andi oder müssen wir zu Frau Packard? Wäre ja schön, wenn jetzt hier irgendwie was leuchten würde. Mal gucken. Wir reiten einfach mal wieder Richtung Hühnerstall und gucken mal bei Andi vorbei. Leicht machen die es uns hier heute gerade nicht, finde ich. Erst die Frage, wohin mit den Steinen? Okay, das lag einfach daran, dass da zu viel Zeit dazwischen lag. Aber jetzt die Frage, wohin jetzt? So, hier ist nichts bei den Hühnern. Ah, Andi. Knochen und Essensreste. Hatte sie ein paar Reste? Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es auch klappt. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten wir ein paar Lichter um den Stall aufstellen. Lichter um den Stall? Echt? Ich glaube, die Fackeln von dem Stall wären eine gute Idee. So könnte ich ein Auge auf den Hühnerstall haben, wenn ich meine Schafe hüte. Ich habe schon ein paar aufgestellt, während du weg warst. Hier hast du Streichhölzer. Reite rüber und zünde sie an. Dann müssen wir nur noch hoffen, dass die Hühner sich wieder raustrauen. Zünde die Fackeln um den Stall an. Okay. Die Fackeln um den Stall. Ach, die sind hier am Zaun. Okay, die erste ist der alte Aufgabe, eine spätere, eine Daily-Aufgabe. Gut. Das ist aber eigentlich doch jetzt hier der Schafstall und nicht der Hühnerstall, wo ich die Fackeln anzünde. Aber gut, ist egal. Ich mache das jetzt mal hier. Das war's schon. Zwei Fackeln nur? Wir düsen mal wieder zurück zu Andi. Ja. Es waren nur zwei Fackeln. Na gut. Das sollte reichen. Das war ein langer Tag. Ich glaube, dass wir beide und die Hühner jetzt ein wenig Ruhe brauchen. Ja, und jetzt geht's hier morgen weiter. Tatsächlich, ihr Lieben, sind wir jetzt schon wieder am Ende angekommen. Gut. Haben jetzt wieder einiges geschafft. Wir haben das Rätsel gelöst mit den Steinen, wo die hingehören. Und wir haben jetzt, ja, die Wölfe weggelockt vom Hühnerstall. Hoffentlich klappt das alles auch und die Wölfe lassen die Hühner wirklich in Ruhe. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge und wir sehen uns dann morgen in einer neuen Folge. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.